Hallo. Hi, hallo. 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 Wie geht's dir? Mir geht's super und bei euch? Auch gut. Geht uns auch Vielen jetzt Dank. Wieder super. Magst du dich mal vorstellen? Ja, sehr gerne. Ich bin der Abdul, bin 20 Jahre alt, komme aus Koblenz, Rheinland-Pfalz. Und ich komme ursprünglich aus Afghanistan und habe auf der Flucht meine Eltern verloren, leider. Abis Fluchtweg aus Afghanistan, über 6000 Kilometer. Als ich 14 war, ich habe meine Familie verloren, halt in Flucht. Und bis jetzt halt immer noch nicht weiß, wo die sind. Die Familie lebte im Norden Afghanistans. Mein Papa war Geschäftsmann, wir hatten finanziell gar kein Problem. Und mein Vater halt besuchte in einem Abend eine Hochzeitsparty und da waren halt größere Leute aus Parlament und so. Und da ging es halt an Schießerei los. Bei dem Überfall auf die Hochzeitsfeier wurden 40 Gäste getötet. Abis Vater überlebte wie durch ein Wunder. Doch dieses Glück wurde ganz schnell zum Problem. Nächsten Tag hat er einen Anruf bekommen. Wieso überlebst du? Wieso bist du nicht gestorben in diesem Abend? Bestimmt. Ja, bestimmt hast du das Ganze gemacht. Und dann, mein Vater hatte keine andere Wahl. Mitten in der Nacht, 3 Uhr morgens oder so, hat er einen LKW bestellt und müssten wir halt uns. Also, wir müssten abhauen. Tage und Nächte ohne Essen war hart. Eine Flucht auf Leben und Tod, bei der Abis Familie auseinandergerissen wurde. Abdul, wenn du sagst, du hast dann die Eltern verloren, das heißt, auf der Flucht hast du sie dann nicht mehr gesehen, ihr habt euch irgendwie trennen müssen? Also ich war der Größte auf der Familie, ja. Wir waren zu 6 und die Schmuggler halt, die meinten halt, ja, wir passen nicht in einem Auto. Und dann habe ich gesagt, okay, Vater, kümmere du dich um Familie, ich fahre mit anderem Auto. Und dann meinten die zu mir, nach halben Stunde triffst du deine Familie wieder. Und ja, dann nach halben Stunde gab es halt nichts. Und ich war auch, habe ich halt viel geweint. Mann. Hast du sie jetzt wieder gesehen? Gar nicht. Nein? Das ist der Grund, warum ich hier bin. Und ich will meine Stimme und mich zeigen. Dass sie dich vielleicht wieder finden? Vielleicht, genau. Oh, wow. Oh, das hoffe ich so für dich. Möchtest du auch noch sagen, wie deine Eltern heißen, dass, falls jemand das sieht und deine Eltern kennt, vielleicht ja, helfen kann? Ja, gerne. Also, mein Papa heißt Abdul Mahmoud. Und meine Mama heißt Rohina. Also, ja. Bitte Leute, ich brauche eure Hilfe. Wow. Du, darf ich noch fragen, wie du dann hier in Deutschland, wer hat dich hier dann unterstützt? Wie bist du dann hier aufgewachsen? Ich habe 3 Jahre lang bei meinen Pflegeeltern gewohnt. Abi hatte großes Glück. Seine Pflegeeltern Iris und Bernd nahmen ihn auf wie ihren eigenen Sohn. Wir wollten Abdul hier eine Perspektive aufzeigen. Und was uns auch wichtig war, Abdul Wurzeln zu geben. Man muss sich ja mal vorstellen, der ist völlig entwurzelt. Der musste auch irgendwo wieder Heimat finden, wieder so ein Stück, ja, Bodenhaftung kriegen. Und das ist Iris und Bernd mit ihrer Liebe auch gelungen. Meine Pflegeeltern sind genauso wie meine Familie. Und ich liebe die über alles. Und sie sind immer in meinem Herzen. Tolle Menschen. Alle 3. Ich wurde also sozusagen adoptiert in eine deutsche Familie. Wow. Die Kultur kennengelernt. Ist das dein? Ja, genau. Ach, Mensch. Das ist mein Pflegevater. Ah, hast du so gemacht. Toll. Mama konnte halt heute nicht. Ja, und mein Papa hat mich unterstützt. Super. Ah. Also, wow. Was für ein Miracle, ja, dass du hier bei uns bist und dass du dich so frei fühlst, um deine Geschichte zu erzählen. Ich denke, sehr wichtig, auch für anderen, das zu hören. Ne? Ich bin jetzt sehr gespannt, was du für uns singen willst. Also, ich würde mit Without You anfangen. Okay. Machen wir das. Sehr gerne. Wenn das für euch okay wäre. Sehr gerne. Alles klar.
Wow. Dankeschön. Du kannst singen. Du kannst singen, du kannst spielen. Ja. Und ich will einfach, dass so viel wie möglich Leute dich hören. Wow, du berührst uns hier und danke, dass du so offen zu uns bist und uns diesen Moment ja auch ein Stück weit geschenkt hast. Ich glaube, wir müssen hier nicht lange. Dreimal ja. Nein, dreimal. Du bist im Recall. Ja. Dicke, dicke ja. Dankeschön. Danke. Hast du so verdient. Echt. Echt gut gesungen. Ja. Hier ist dein Recall-Ticket. Toller Musiker. Bis bald. Freue mich. Wir sehen uns, ja? Tschüss. Ja. Abi, danke dir. Danke, ciao. Ciao. Abi! Dieser Kandidat ist eine Runde weiter. Herzlichen Glückwunsch. Ihr wollt noch mehr Auftritte sehen? Ja, das kann natürlich. Schaut mal hier rein für unsere aktuellen Playlist. Werdet ihr ganze Folgen sehen, dann schaut mal hier rein auf RTL+.